Hallo Leute, hier sind wieder MacFistor 2051 und Mavia, hi! Auch in der heutigen Folge besiegen wir wieder einige Bosse und beginnen erstmal mit Krabbolon und schauen dann, mit welchem Boss wir weitermachen. Und war auch genauso gammelig. Wir haben aber noch massenweise. Massenweise Krabben. Quallen. Pilze. Ja gut, dann auf einen neuen Krabbolon. Ah, ich habe sogar 19 Stück. Weil von dem kann man sich das Boss-Aufruf-Teil kann man kaufen bei der Dryade. Also den kannst du dir einfach immer wieder beschwören, ohne Aufwand. Ja. Man kann auch das Abomination kann man auch kaufen. Bei die Bienenkönigin? Ja. Nicht bei der Dryade, sondern bei dem Witch Doctor, der ist gekommen, nachdem wir die Bienenkönigin gemacht hatten. Aber man kann es kaufen. Okay. Ey, nicht auf mich draufsetzen. Macht er anscheinend gerne, der ist nicht so dick. Aber es ist ein sehr gammeliger Boss. Ah ja, klar. Soll ich mal gucken? Okay. Ah, den kann ich kein zweites Mal rufen. Ah, so wie die Vögel eben. Ja. Das hattest du nicht auf der Aufnahme drauf. Doch. Auch. Das habe ich nebenbei aufgenommen. Ah, gut. Müsste ich zwar noch irgendwie so ein Mini-Intro dazu aufnehmen, aber die Bosse hier habe ich alle auf Aufnahmen. Ah, diese Mini-Viecher von dem dicken Pilz sind schlimmer als der Pilz selber. Schön ist ja noch, meine Waffe hat ja noch einen Sperrmodus. Also diese Reliktwaffen haben alle, glaube ich, einen Doppelmodus. Einen Zweitmodus. Die hat Flächenschaden. Ah, praktisch. Alle 6 Sekunden oder so. Also wenn du die alle in grün aufleuchten siehst, oder die meisten, dann war das meine Flächenschaden. Auch wenn ja manchmal ein bisschen zuverlässig ist. Irgendwie habe ich das Gefühl. Dein Internet auch. Oh, da ist wieder der neue Krabbolon. Na gut, mit 4.500 Lebenspunkten haben wir schon kleinere Nicht-Boss-Monster getötet, die mehr Lebenspunkte hatten. Ja. Ich sag nur, diese komische Bronzestatue oder sowas, die hatte glaube ich 15.000. Irgendwann die 25 Level 25 erreichen, damit ich Skill Stufe 3 werde. Das wäre cool. Oh, das war der erste, der gegrunzt hat bei mir. Na gut, wir machen noch ein paar weitere Krabbolons und schauen dann mal, was der so schönes gekauft hat. Was wollen wir von dem überhaupt haben? Keine Ahnung, Hauptsache Zeug in der Kiste. Super! Wir wollen doch meine Waffe upgraden. Ich habe noch 10 Minuten zum Füllen, bis es wieder Nacht wird. Beziehungsweise in dem Fall jetzt noch 5 Minuten, aber. So, wir haben jetzt genug Krabbolons besiegt und wir haben jetzt morgen. Nach Quatsch, Abend. Und. Was wollten wir jetzt rufen? Den komischen Plate Raider. Genau, Starplate Raider. Dann schauen wir doch mal. Ich stelle mir den so vor wie den anderen Wurm. Ja, das ist nur noch länger. Aber genauso einschnürend. Wie kriegt der seinen Schaden? Auch pro Stück oder wie? Oh, ja. Boah, verdammter Mist! Okay, das ist so ein Boss, für den ich tatsächlich das Schwert auspacken werde. Damit ich auch alle Starplates ordentlich nacheinander treffe. Der ist halt einfach, wenn man... What? Auch, ja. Der ist einfach, wenn? Okay. Konzentration, das da ist gefährlich. Sein abgesplitteter Mini-Wurm hat mich erwischt, den habe ich zu spät gesehen. Ja, ja.
Ich habe den bei mir in der Singleplayer-Welt. Ich habe den bei mir in der Singleplayer-Welt besiegt, indem ich einfach auf einer Bahn, eine Bahn lang gebaut habe und da dann einfach nach rechts gefahren bin und dann immer nach hinten geschossen. Da war dann genauso schnell wie ich. Das ist natürlich. Da war der dann kein Problem. Wenn man natürlich jetzt hier an einem Fleck steht, ist der schon schwerer. Ja, versuchen wir es einfach nochmal. Ja. Ich hoffe, wir können den ein paar Mal besiegen. Rufen. Ich habe doch 12 Stück von denen, keine Sorge. Hauptsache, wir besiegen ihn zweimal oder so. Ich würde zu einem Häufchen Fleisch verarbeitet vom Steam Beam. Okay, nächster Versuch. Hat er irgendwie eine Gesamtlebenspunktanzeige? Ist der gerade geplatzt? Der ist gerade geplatzt. Der ist genau durch mein Schwert und ich konnte alle Teile gleichzeitig schlagen. Ich bezweifle, dass du das warst, aber wir probieren es nochmal. Irgendwas läuft gerade schief. Nee, ich mach dem zu viel Schaden. Ich hab meine Klasse gewechselt. Was machst du jetzt? Ich hab den Saint reingemacht. Saint hat eine Chance, ab Level 20 jedem Schaden zuzufügen, jedem Gegner alle paar Sekunden einmal Schaden zuzufügen. Und ein Wurm bekommt dann pro Teil Schaden. Und da der irgendwie 100 oder 200 Teile hat, kommt da halt jedes Mal irgendwie 60 Schaden pro Teil und dann ist das Ganze schnell durch. Oh, Imbar. Ja, mache ich halt nochmal die Minion-Klasse rein. Nee, nee, machen wir weiter mit Zane. Komm, jetzt machen wir den hier weiter um. Okay. Ich mach dem hier immerhin auch mehrere hundert Schaden. Mach du mal überhaupt nichts. Okay. Hau du dir mal. Okay, ich hab's gesehen, du machst 75 Schaden. Einfach so. Huff, hier! Da hat man's gesehen. Jetzt. Einmal 68. Und nochmal 68 und das war's. Och, ist ja echt langweilig. Ja, bei so Wurmgegnern ist das natürlich ein bisschen imbar. Gewusst, wie man cheatet, so ungefähr. Ja, es ist halt im Mod. Zerplatzt, fertig, unfassbar. Da haben wir so einen Stress mit dem Ding und jetzt, och, langweilig. Das ist halt bei Wurmgegnern ist das sehr praktisch. Schade, dass wir nicht den Eater of Worlds haben, den können wir damit ja auch ein bisschen stressen. Ja, bei so Gegnern wie dem Slime-Gott ist das ein wenig hilfreich. Na gut, du sammelst alles ein, ich krieg immer nur die Treasure Bags, aber da wird ja hoffentlich irgendwann auch was drin sein. Eben hast du alles einkassiert, also solange es bei uns gemeinsam im System landet. Ich hab dein Stellar Apparatus bekommen. Sehr schön. Trotzdem können wir gerade die restlichen paar machen. Geht ja schnell. Ja. Puff. Unfassbar. Von dem kann ich auch nur einen rufen. Wie langweilig. Von dem 10 wäre ja echt krass. Dann puff, puff, alle weg. Machst du eine permanente Lebenspunkteheilung? Nein. Ah, Mist. Noch ein Stellar Apparatus. Ist doch gut. Können wir vielleicht mehrere Waffen craften. Boing, weg ist er. Ich hatte mir auch noch den Bogen hergestellt vom Spirit Mod als Artefakt. Praktisch. So, wie viele noch? Noch einen. Ich hätte sogar auf ein bis zwei geschätzt. Das war's. Okay. Haha. So schweres kann doch so einfach sein.
gespielt haben. Mal gucken, ob noch irgendwas Interessantes gedroppt wurde, was du gerade anziehen könntest. Ein... Guck mal hier, ein Hut. Ding. Ich sehe ihn nicht, du hast... Ach so, haha. Du hast da so ein Ding im Weg. Ja, das war der Hut. Ja, so eine Platte von ihm halt. Ja. Sexy Hut. Ja, gut. Wolf's Lost Blade. Okay. Der Apparatus. Dann schnell zurück und lass uns mal schauen, was wir jetzt von dem Wurm und dem anderen Vieh bekommen haben. Ja. Dem komischen Schimmelpilz. Crabulon für dich immer noch, ja? Ja. Nebulon oder wie auch immer. Erstmal den Müll weglegen. Leder, Blut, Linsen, Goodiebag. Nur Schammers. Dann fange ich mal mit den Treasure Bags an von... Tja. Von dem hier. Ich glaube, das war er. Dem Starplay Trader? Ja. Ja, ein Zealous Star Charger. Ein lustiger Bogen. Astralkarten. Leg die Sachen von dem einfach mal bitte hier rein. Dann kann ich die gerade sortieren. Untere Kiste. Gut, Lucky, Arcane, Jacked und Rash. Oh, sind verschiedene Stäbe, die da droppt. Astrale Linse. 37 magischer Schaden. Feuerwerk! Wie viel frisst das so? 6 Mana. Oh, geht ja noch. Und dann schaue ich mir jetzt noch die Treasure Bags von dem komischen Schimmelpilz an. Nebulon, Krabulan. Wird man reich von dem Ding? Wo ist denn der Krabulan? Der war relativ leicht. Dann muss er wohl links sein, oder? Ja. Star Charger. Oh, der hat auch wieder verschiedene Sachen, die er droppt. Fungicide. Der Bogen ist auch nicht schlecht von dem. 36 Range Schaden. Aber ist halt, boah. Okay. Super langsam, oder? Ja, der ist langsam und Reichweite ist nicht besonders hoch. Ja, kann man nichts dran ändern. Was Geld sind echt gibt das. Geniale Bögen und magische Schadensgegenstände. Muss halt nur die ordentlichen raussuchen. Hm. Da war wieder so Clown. Verboten. Noch eine vierte Waffe und ansonsten haben wir schon alles doppelt und dreifach. Jetzt haben wir sehr viele leuchtende Pilze, aber so richtig viele. Hier dieser Starblade Stuff, der macht 33er Summon Damage. Der nichts für dich? Ich vergesse immer meinen Summon Damage. Der war relativ niedrig, glaube ich. Ja, mein, den ich habe, der macht irgendwie 13 bis 15. Ja, der hier macht 33. Ich habe noch Crabulon Trophäen. Soll ich die auch irgendwo reinmachen? Auch in die untere Truhe, bitte. Da war er. So, wir befinden uns jetzt im Crimson und besiegen mal so ein bisschen eine Zyste, um den nächsten Boss kaputt zu machen. Um den Perforator zu erwecken. Ich habe ihn inzwischen abgegradet. Hive Mind? Perforator Hive, sorry. Perforator Hive. Ich habe inzwischen ein bisschen abgegradet, um die Waffe. Die Waffe inzwischen ein bisschen abgegradet, wie ihr seht. Die macht nicht wirklich viel mehr Schaden als die Hand, hat aber viele coole Special-Effekte. Unter anderem dürfte sie auch nicht von den Gegnern groß gefressen werden, sondern geht auch durch. Die Magie geht eh durch alles.
Oh, yesas. Aber ordentlich hier was los. Nicht gerade kleine Monster. Das ist, glaube ich, der Wurm, der mich immer getötet hat, als ich ihn unbewusst erweckt habe. Ich bin auch gleich schon wieder tot. Möchtest du nicht nochmal deinen Kleriker anwenden, um den Wurm zu zermatschen? Lost Kitchen, sorry. Hallo. Ja? Was ist? Ich habe gerade meine Connection verloren. Brauchst du? Ah, du stehst noch hier und machst Schaden. Du haust nur vor dich hin, aber... Autsch. Ah, da kann ich gerade mal meinen Zähne wechseln. Okay. Du bist wirklich rausgeflogen. Du bist bei minus 100 Lebenspunkten. Yeah. Konntest gekonnt, würde ich da mal behaupten. Der Perforator ist besiegt. Huhu. Hä? Ah, Perforator und Perforator Hive gibt es beide. Ja, nur das eine. Du kannst aufhören zu schießen. Mit deinen minus 200 Lebenspunkten. Komm nicht rein. Ja, es hängt gerade. Du bist so gestresst, ich kann doch nicht mehr die ganzen kantierten Äpfel aufheben. dein Gelege ist so schlimm. Ich starte mal das Spiel. Komm. Ja, kannst mich ja mal kicken. Ja, mache ich. Auf jeden Fall haben wir das Ding besiegt und dann schauen wir doch gleich mal, was hat es denn schönes getroppt? Ein Creeper Wand Stuff Stab. Ein Wirbel, ein Treasure Bag. In das Treasure Bag gucke ich gerade noch rein. Blutprobe, Crimteen Bar, Blutklumpenstab. Nein, nicht Blutklumpen. Doch. Blattklotz, ja. Blutklumpen und ein blutiger Wurmzahn. Jetzt bist du von alleine rausgeflogen. Yay! Jetzt kann ich auch die ganzen Sachen einsammeln, die dort liegen. Kann ich mich jetzt da vielleicht auch wieder einloggen? Was der Server dafür ein Problem hatte. Du kannst ja gerade schon mal die nächste Zyste. Das ist schon die nächste Zyste, genau. Den machen wir dann das Ganze von vorne und dann sehen wir uns später wieder. Oder gleich, wenn ich meinen Zane-Token anhab, wieder auf dem Server bin. Weil die Zyste geht an Giftschaden langsam ein. Kann leider nicht schneller. Mein Prozessor ist so langsam. Ach, jetzt ist die Zyste doch gestorben, verdammt. Hättest du aus dem Bild gehen können. Sie ist halt am Gift verendet. Na, das ist schon eine kleine Scheißwurm. Woran liegt's? Hey, jetzt ist mein Terrarium abgekackt. Was war das denn? Beeil dich mal! Ich dachte doch, mein Terraria ist abgekackt, ich muss ihn wieder neu starten. Ja, ich sterbe aber leider gleich. Dann stirbst du halt, dumm gelaufen. Ich habe noch neue Lebenspunkte. Ich muss noch was zu trinken organisieren. Ich habe sogar irgendwas getötet, ohne es mitzubekommen. Oh, nochmal 100 Lebenspunkte, immerhin. Hat ihr die Äpfel, Chaka? Wow. Der Perforator Hive geht nicht tot. Und bist du schon gestorben? Nein, ich hab's ja noch geschafft. Wie, du hast es geschafft? Nein, zu überleben. Also,
Blitz, also immer noch, und er aber immer noch. Auch der Boss, oder? Ja. Der leckt sich so durch die Gegend, der Boss, dass ich nicht mehr weiß, wo er wirklich ist. Also ich schieße auf ihn, aber ich treffe ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Mein Mini-Würmchen ist noch übrig. So, wo auch immer die Treasure Bag hin ist. Das ist bei dem Mod, Boss manchmal ein bisschen nervig. Da im Boden. Meine ich jedenfalls. Nö, nur Drecksblöcke. Ich habe ihn ja gesammelt und nicht mitbekommen. Goodie Bag, Bag of Potential. Nein, nur ein Treasure Bag. Komisch. Komm ich nicht auf deinen Server, wenn ich per IP join, ich will das mal per Joining mit Fisto. Vielleicht solltest du mal den Server neu starten. Jo, kann ich ja machen. Ah, da hinten ist noch was. Moment, Moment. Du bist bei Hamachi auch online, aber ich komm nicht drauf. Weder per Steam noch per IP. Ja, ich guck trotzdem kurz, ob ich den Treasure Pack noch finde. Ja, ja, tu das. Aber dann starte bitte mal neu. Okay. So, dann sind wir jetzt nochmal zurück, kurz in der Aufnahme. Ich hab's geschafft, Level 25 zu bekommen. Hier und oben. Und kann deswegen meinen Rogue, zu dem ich gewechselt habe, in den Ninja umwürfeln. Der bekommt zwar nicht mehr Lebenspunkte, aber alles andere ist fast verdoppelt. Also doppelt so viel Bonus auf Sprunggeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Wurfschaden, Wurfgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und da bekommt er noch Immunität gegen Fallschaden, Verwirrung, Dunkelheit und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, probieren wir das gleich mal. Werden wir Ninja. Da muss ich aufpassen, dass ich den Assassin nehme. Da ist der Ninja. Katsching, ich bin Ninja. Zwar nur noch Level 16, aber scheiß die Wand an, ist das geil. So, was haben wir denn inzwischen? Du kommst aktuelle auf plus 11, plus Gesundheit. Ja, ja, hatte ich vorher auch, aber es gab nicht mehr. Aber 160% Jump-Geschwindigkeit mehr, also 160% Geschwindigkeit zum Springen. Mal gespannt, wie hoch ich jetzt komme. Und meine Waffe macht trotzdem jetzt schon 46 Schaden. Einfach nur, weil ich gewechselt habe und trotzdem Level nach unten gegangen bin. Kann man sich nicht beschweren. Was haben wir noch? Mehr Wurfschaden, mehr Wurfgeschwindigkeit, mehr Crits, mehr Ausweichen und mehr Midas Debuff. Und ich habe schon keinen Fallschaden mehr. Wunderbar, vielen Dank. Und wir machen noch ein paar weitere Perforators.